So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2. Ja, im letzten Mal haben wir das Vieh hinten besiegt und ich habe hier vorbeendet. Was ist das nur? Finden wir es heraus. Oh yeah. Boom. Annihilator Beam erhalten. Ja. 10er unten drücken, um zum Annihilator oder Annihilator oder wie auch immer das heißt, Beam zu wechseln. Durch Aufladen der Waffe lässt sich auch bei erschöpftem Munitionsvorrat ein regulärer Schuss abfeuern. Du siehst sicher, ja? Dateneintrag. Wunderbar. Ja. So, und bevor ich den euch zeige, gehe ich aber erstmal hier raus, weil ich möchte hier ungern sterben. weil hier ist nirgendwo eine helle Zone. Das wäre nicht so toll. Wie komme ich hier eigentlich raus? Ach, hier sind zwei Türen, okay. Ich gehe aber erstmal darüber. Ne, da drüben ist nichts Helles. Ich gehe einfach mal dahin. Wir müssen auf jeden Fall darüber. Zack. Bams. Weil der sieht nämlich so aus. Und der macht erstmal so einen Schuss. Und hier ist ein bisschen hell. Okay, hier kann ich es euch zeigen. Ihr habt jetzt gesehen, der normale Schuss, der ist nicht besonderlich. Aber der hat. Damit wurden wir im letzten Part beschossen. Das ist quasi ein Antimaterie-Materie-Strahl. So hieß es laut Gegner-Beschreibung. Und ja, der hat zwei besondere Eigenschaften. Erstens, er hat eine extrem hohe Feuerrate, wie ihr vielleicht seht. Dann verbraucht er natürlich eine Licht- und eine Dunkelheitladung, wie ihr vielleicht seht. Und der Strahl ist zielverfolgend. Ja, zielverfolgend. Also der ist richtig geil und richtig scheiße stark. Und ja, der verbraucht nur so ein bisschen Magazin, so leicht. Und die Aufladung sieht übrigens extrem cool aus und die sieht dann so aus. Flupp. Toll, ne? Ja, damit kann man lustig Spaß haben. Der ist auch sehr stark. Werde ich bestimmt ab und zu mal einsetzen. Aber im Moment brauche ich erstmal Munition. Das ist ganz wichtig. Und damit kann man übrigens auch jede Tür öffnen. Also Dunkelheit oder Lichttür kann man mit dem Annihilator-Beam beide öffnen. Was ich sehr interessant finde. Weil es ist ja eine Kombination aus Licht und Dunkelheit, nicht wahr? Ja. Ja, da haben wir quasi den letzten Tempel erfolgreich geschafft. Finde ich super. Energietransfer abgeschlossen. Energie muss nun zum Tempel auf dem Äther zurückgebracht werden. Ja, das werden wir gleich tun. Denn da bekommen wir noch unser letztes Upgrade. Von, wenn wir das abgeliefert haben, die Energie. Und dann haben wir alle Items im Spiel, also alle Upgrades. Items noch nicht. Und dann können wir lustig, Zeug suchen. Das wird super. Ja, das wird toll. Ja, bestimmt. So, Annihilator Beam. Ja, jetzt möchte ich aber noch darüber. Zack, zack. Und dann möchte ich eine Sache... Ah, nee, das ist ja quasi ein Secret. Aber das werde ich dann auch gleich holen. Weil es gibt... Ah, nee, ich verrat's nicht. Nee, das werdet ihr schon sehen, wenn es soweit ist. So, hier sind übrigens was Neues. Hier ist ein Ingstürme, sind das. Verbund korrosiver Finsterlinge. Kontakt mit dem Schwarm ist zu meiden. Schwarm ist imstande, Metalle zu zersetzen. Ja, das sollte man nicht reingelangen. Beim Ing-Sturm handelt es sich um ein Schwarmkollektiv, das aus kleinen Ing besteht. Im Verbund können sie eine zerstörerische Energieform abgeben, mit der sie über längere Zeit selbst haltbarste Legierungen zersetzen. Ja, das sollte ich nicht reinkommen. Aber ich kann es euch ja mal zeigen. Das macht Schaden wie sonst was, wie ihr vielleicht seht.
Und ja, das heißt, da gehe ich nicht durch. Ja. Ne? Versteht er. Gut, dann muss ich... Wie komme ich aber hier raus? Ist da wohl eine Tür? Da ist eine Tür. Okay. Okay. Flop, flop, flop. Oder gehen wir halt auf dem Weg zurück, wie wir hingekommen sind. Wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus? Mal blöd gefragt. Wie komme ich hier raus? Komme ich so da raus? Ja, aber gerade so. Wow, da hätte ich ja sogar speichern können vom Kampf. Ich bin dämlich. Ja, ja, ich bin dämlich. Ich habe es ja schon verstanden. So, ich möchte ganz dringend bitte speichern. Ich habe nämlich noch nicht gespeichert, seitdem ich den Bossfight geschafft habe. Weil zwischendurch sah es echt extrem knapp aus und das war geil. Hätte ich nicht gedacht, dass der Bossfight so knapp wird. Aber gut. Habe ich jetzt ein bisschen Spannung da, ne? So leicht. So, ups. Jawoll. Ne, da unten war doch das Speicherding, ne? Ich bin so dämlich. So, jawoll. Speichern. Ganz dringend. Bitte lass mich speichern. Let me saving. Let me saving. Nee. I am sailing. So hieß das Lied. Egal. So, nicht speichern. Der Part ist noch lange nicht vorbei. Wobei, wir haben schon wieder 7 Minuten. What the fuck? Ich hab doch nur... nichts geschafft. Ich hab doch nur nichts geschafft. Genau. So. Da hoch und... Au, oh, voll den Kopf gestoßen. Oh, das tut wieder Gehirnzellen töten. Oh. Ja, man sollte sich nicht so auf den Kopf stoßen, weil man sonst irgendwann dumm wird. So, ups. Wunderbar. Jetzt können wir hier raus. Und dann müsste ich eigentlich... Bin ich denn jetzt? Bin ich aber ganz anders. Egal, das kommt mir sehr gelegen, das da drüben, weil da drüben ist ein Missile-Auflader-Dingsbums und da könnte ich meine Dingens raushauen. Was raushauen? Nein, aufladen. Das wollte ich sagen. So. Hey. Cool. Jetzt haben wir wieder 200 zu 200. Jetzt können wir rumballern. Mit unserem Annihilator-Beam. Könntest du eigentlich mal an dem Gegner hier zeigen, wie stark dieses Teil ist? So, geht weg. Kommt mal rein. Wie wär's denn? Kommt ihr rein? Ich will euch doch nur mal den Annihilator-Beam zeigen. Wie krass stark der einfach ist. So. Und bumm! Und bumm bumm bumm. Und bumm 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 bumm. Bumm 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 bumm. Jetzt dürfte eigentlich schon fast tot sein. Bums. Jo. Das war der Gegner. Schön, ne? Ja, ich mag den Annihilator-Beam, der ist super. Alter, lass mich raus, du Drecksding! Geh weg von mir! Dahinter ist nix, ne? Schade. Hätte mich jetzt gefreut. So, wo muss ich raus? Da drüben durch die Lichttür. Okay. Oh Gott. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ne, hier bin ich falsch. Moment. Da bin ich richtig. Ach, jetzt kann ich euch übrigens auch zeigen, dass es der Annihilator Beam Licht und... Was? War das nicht so? Okay, ich hab Blödsinn erzählt, das war nicht so. What the fuck? Ernsthaft? Ich hätte jetzt wirklich drauf schwören können, dass er das gemacht hat, aber gut. Ja, ich hab wieder Bullshit erzählt, man kennt es inzwischen. Ah, dann hat er Portale aufgemacht, oder? Was, Portale? Muss ich jetzt gleich mal testen. Ob er Portale aktiviert? Das wird jetzt gleich getestet. So? Ah, Portale war's. Okay. 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 Ich seh's ja ein. Dann waren's halt Portale und keine Tür. Das sind ja fast Türen in der anderen Welt. Aber ja, ne? Ja. Und so. Was passiert eigentlich, wenn ich Kisten mit Annihilator aufmache? Kommen da beide Munition heraus? Oder gar nichts? Da kommt auf jeden Fall Dunkelheit raus. Und Licht? Nicht so? Doch, da kommt beides raus. Hey,
Das heißt, wenn man Munition suchen will, ist der Annihilator-Beam eigentlich das Beste, was man machen kann. Außer man kriegt so ungleichmäßig verteilt wie ich gerade. Ja. Schöne Sache. So, jetzt werden wir aber erstmal uns auf den Weg zum Umos machen und geben dann die Energie ab. Das kann ja wieder den Rest des... Oh, jetzt muss ich hier nochmal durch. Hey, ja, das letzte Mal erstmal für eine gewisse Zeit. Weil hier komme ich so schnell erstmal nicht her. Weil wenn ich dann Sidequests tue, fange ich natürlich bei der ersten Welt wieder an. Quasi bei der Wüste. Arbeit mich dann von vorne nach hinten durch. Klingt nach einem Plan. So, ups. 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 Schön. Bisschen wenig, ein bisschen viel Dunkelheitsmunition. Jawohl. Ah, Vieh! Nerv mich nicht! Alter, was? Geht die Tür von meiner Nase wieder zu? Was soll das? Sagt nicht die Zeit. Die Zeit sagt 11,5 Minuten. Kann ich euch eigentlich mit dem Annihilator beamen? Natürlich. Natürlich. Und bumm! Und bumm! Ah, der Annihilator Beam, der ist einfach toll. So, und jetzt kriegst du eine Dunkelheit drauf, weil ich es kann. Und ich Munition bekomme. Ah, da gibt es wieder Munition für mich. Eventuell. Oder auch gar nichts. Ach, und hier fällt mir übrigens was ein. Da habe ich meinen eigenen Part gesehen. Und ja, da habe ich das Rätsel nicht so ganz geblickt, aber ich habe es dann gesehen, wie es funktioniert. Das mache ich doch mal schnell, wenn ich schon mal da bin. Weil ich gerade dran denke und so. Nämlich habe ich mich ja darüber geschossen, wenn ihr euch erinnert. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich nämlich diese... Das war gut. Habe ich nämlich das Ding hier nicht gesehen, wo ich da hoch kann. Blups, bups, bups. Habe ich nämlich gefragt, wo es dahin geht. Und da geht es nämlich hier hoch. Und hier kann ich... Schützturm? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Was kann ich mit dem Geschützturm machen? Einfach mal überall hinballern. Irgendwas wird schon bringen. Aha. Was ist das denn? Das ist ein Powerbomben-Container. Komme ich denn da ran, bitte? Mit der Screw Attack oder was? Meine Stimme versagt, übrigens. Ah! Aha! Okay, ich hab's schon. Ich hab's schon, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Ey, das war ein Skill. Das war wirklich Skill. Wow! Weil da kann ich mich doch jetzt, glaube ich, da rüberschießen, ne? Jetzt ist doch quasi die Barriere weg. Jetzt kann ich mich da hochschießen. Oder auch nicht. What? Ich dachte jetzt, ich kann mich rüberschießen. Wie komme ich denn dann da hoch? Hey? Der Screw Attack vielleicht irgendwo? Könnte ich mir noch vorstellen. Ah nee, so hoch komme ich nicht. Da, fuck. Gerade überfragt? Bis darüber komme ich doch nie im Leben, oder? Nee, das wird nie im Leben was. Hä? Hier, was übersehe ich? Schieß nochmal alles ab hier. Wie komme ich denn da rein? Ich meine, ich könnte mir schon denken, dass ich von da drüben rüber gehen muss mit... Warte mal, da ist eine Schiene? Da ist eine Spider-Ball-Schiene. Ah, da unten kann ich noch was sprengen. Das ist ja hochkomplex, dieses Rätsel. Und was war das denn jetzt Geiles? An was bin ich jetzt abgeprallt? Darüber muss ich. Mensch. Ich bin so ein Failomat. Na, das ist schlimm. Das Rätsel mache ich jetzt noch in dem Part.
Unbedingt. So, dann gehen wir halt darüber, wenn es nicht klappt. So. Mensch. Komme ich eigentlich bis darüber? Ernsthaft? Zack. 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 Natürlich komme ich bis darüber. Wow. Screw Attack. What's going on? So, hier ist was zum Scannen. Okay. Dann kann ich hier hoch und hier hoch und... Ah, okay. Das alles nur für den Powerbomben-Container? Wow. Okay. Interessant. Auf jeden Fall, das Secret hatte ich auf jeden Fall noch nie. So viel kann ich euch sagen. Das ist wahrscheinlich ein Eintrag, ne? Natürlich. Dann kann ich mich hier rüberschießen. Boom. Wunderbarst. Powerbomben-Container erhalten. Yeah. Das ist cool. Also das Secret hatte ich noch nie. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, ist der Part schon wieder vorbei. Und das heißt, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Metroid Prime 2. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.